Ah, fuck. Noch eine Runde. Hey. Alter Schwede. Der Rest von euch bleibt oben. Ich kann trotzdem Kristalle einsammeln. Okay, interessant. Boah, Leute. What the fuck, man. Heißt er... Ey, wenn er die Brille runtermacht, denke ich immer, da kommt irgendwas. Das wird ja immer wilder. Da haben wir schon die Axt im Körper drin. Ja, ja. Chris steckt das weg. Das ist immer ein Morgenstern, ja. Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie Morgenstern von Rose wissen? Ohne Kette quasi. Hat sie Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Oh, what the fuck. Da ist er. Der Megamycet. Okay, der ist echt mega. Chris! Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Er ist schon eine coole Sau, ne? Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Er ist schon eine coole Sau, Abstand der Chris. Halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja. Da ist ja richtig Trauer steckte dahinter. Ja. Oh boy, here we go again. Mal schön die Hände waschen und lüften. Die Maske fehlt auch, ne? So, hier ist einfach mal pure Dunkelheit. Aber wir haben auch keine Map. Okay. Das muss Mirandas Labor sein. Oh. Das ist das Emblem von dem Proband Salvatore Moreau. Cadeau-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Cadeau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich allmählich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch, ja, das haben wir auch noch mitbekommen. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Für Eva. Oder Eva. Das hier ist Dimitrescu, ne? Proband. Ja, es ist diese Alkina. Meinte doch jemand vorhin. Alkina Dimitrescu, Cadeau-Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktion normal, äußerst hohe Regenerationsrate, Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden, kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte.
als Hülle für Eva nicht geeignet. Da sind die wahrscheinlich alle nicht, ne? Ja, hier haben wir Heisenberg. Proband Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten, kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Naja, nach dem Shit, was die alle sehen, stumpft das, denke ich mal, ab. Auch wieder wahr, auch wieder wahr. Ist euch aufgefallen, dass die wichtigen Buchparts immer in der Mitte sind? Ja. Das haben die schon drauf. Ah, das ist bestimmt diese Seite. Proband Donna Beneviento, das war diese Puppenspielerin. Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutazymet-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Nice. Job hatte mal dran gedacht, sind alles Versuchsobjekte von ihr. Weiß man schon, wer Eva ist? Also ich nicht. Eva ist Emily? Wer ist Emily? Beziehungsweise war und soll nun Rose sein. Ach so, Emily, du meinst Evelyn. Meinst du Evelyn? Da ist wieder dieses Kado. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Ich find's immer mega creepy, wie so Embryonen aussehen. Who this? Ist das Mutter Miranda? Sieht so aus. Mit deinem kleinen Baby. Yo, das ist Evelyn, beziehungsweise das sind die Vorgänger von Evelyn, die Bilder kennen wir aus Resident Evil 7. Aus dem Labor von fucking hier Dings. Lukas. Weil Evelyn war ja die E-Serie, ne? Soweit ich. Oder die D-Serie. Aber es gab vorher noch A, B, C und so weiter. Quasi die Vorgängermodelle. Das heißt, Mutter Miranda war involviert. Die war Teil des Forschungsteams, oder wie? Miranda, ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Okay, wer auch immer das ist, wollte das im großen Stil hier. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Oswell E. Spencer ist das? Weiß jemand, wer das ist, Leute? Name kommt mir mega bekannt vor. Aber ich schweife ab, eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen.
Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Auf ewig Ihr Schüler Oswell E. Spencer. Evelyn, Emily, alles dasselbe. Eva Tod, Tochter von Miranda, gehe ich auch von aus. Hey Sushi, schön, dass du da bist. Das ist Miranda, ne? Die war eventuell Ärztin und hat es nicht geschafft, ihre eigene Tochter zu retten. Wer war nochmal Evelyn? Die Drift-Omi von Teil 1. Also das kleine Mädchen, aus Teil 7 meine ich. Das kleine Mädchen / die Oma aus Teil 7. Muss aber jetzt weiterziehen, meine Speedrunner kommen live. Viel Spaß euch allen noch. Mac, schön, dass du da warst, hau rein. Spencer war der Gründer von Umbrella. Oh! Ja, jetzt stand's auch so da. Ja, stimmt. Achso, ja, stimmt, ja. Hat er ja auch geschrieben, ne? Oswald E. Spencer war Mitbegründer und Präsident der Umbrella Corporation. Spencer hat doch diese Blumen gefunden und daraus den T-Virus erzeugt. Krass. Das geht ja... Das ist ja hier Umbrella Origins. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Crazy. So ist also Batman entstanden. Ja, ich will hier auch um Gottes Willen nichts übersehen, Leute. Also die Bücher haben wir uns schon gegönnt. Die Bilder hier auch. Den Text. Hier ist eine schöne Masse auf dem Tisch. Könnte Miso Schokolade sein. Boah, so viele Schriftrollen, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, das hier ist Evelyn. Warum haben die dem zweiten von rechts so den Kopf so ein bisschen? Also ganz rechts müsste ja Mia sein, ne? Dann ist die dritte von rechts Miranda. Wahrscheinlich ist der Dude daneben irgendwie dieser Oswell oder wie der heißt. Ja, Evelyn haben wir am Start. Eigentlich eine ganz cute. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauche nur eine eigene Hülle, eine geeignete Hülle. Moment, der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es? Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt.
Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykaner. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert, sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Ah, okay. Krass. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Schon heftig eigentlich, habe ich mit Miranda nun Mitleid. Ja, ne? Auch Evelyn war ein Kiddo. Also sie hat alles gefunden quasi, sie hat das initiiert, hat dann eine Probe von dem Pilz und der DNA von ihrer Tochter an Umbrella weitergegeben. Und daraus ist dann erstmal Evelyn entstanden, die wir aus Teil 7 kennen, die Kleine. Beziehungsweise Evelyn und ich glaube auch die Vorversion, ne? Maibaum. Süßer Name. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Ja, das ist sau interessant hier. Also der Raum, gut, dass wir uns hier die Zeit nehmen konnten. Oh mein. Sato. Danke, dass ich hier sein darf. Oh, das ist aber sehr nett. Du wurdest wahrscheinlich direkt mit einem Schocker begrüßt hier. Ist das Mia? Nimm die Hände hoch. Oh, what the fuck? Amber Alpha, Alpha, bestätige Mirandas Position. Das ist wahrscheinlich... Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht Miranda. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Sato, hau rein. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Schön, dass du da warst. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Oh shit, die weiß ja noch gar nicht, dass Ethan tot ist. Du hast gesagt, du beschützt uns. Ethan vor allem. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen, alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... fort. Damn. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Komm mal. Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Ethan jetzt, oder wer? Also, Sato, erstmal ciao nochmal. Danke, das haben wir schon. Nee, ich finde solche Spiele cool, aber spiele die nicht selbst. Ja, dann viel Spaß beim Zuschauen. Beim Zuschauen, meine ich. Ich bin wieder wach. Was ist passiert? Okay, Ethan ist wieder am Start. What the fuck, man? Ist da jemand? Kann ich mir in die Brust schauen? Nee. Ethan braucht jetzt so ein Ding wie bei Iron Man. So ein Reaktor. Komm hierher. Oh Gott, ist das kalt. Oh, das sieht schon so kalt aus irgendwie. Scheiße, mein Körper. Oh.
Ich sag doch, der ist dich nochmal. Du bist so dumm. Evelyn? Evelyn? Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Doch. Erinnere dich. Moment, was? Er war schon die ganze Zeit tot? What? Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mit mir? Klon? Ja, ich glaube, die will damit einfach nur sagen, dass er vor 3 Jahren auch die Seuche da abbekommen hat von denen. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Ja, diesen Pilz. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Oder? Familie? Experiment? Familie? Nein. Rose. Ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde Rose retten. Ist das der Wagen vom Duke? Na, genug geschlafen? Nice. Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Gönn dir mal einen Fisch oder so. Oder so eine Wurst. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Die vom Ethan selber, ne, Götz? Finde ich auch.
Wir sind alle da. Anderen sind gut, aber Ethan selber ist immer ein bisschen schwach. Ich schulde ihn was. War auch schon in Teil 7 so. Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Ich muss es sein. Lecker Makrele. Ah, hier dann, ja? Dann mal los. Rose aus den Händen Mirandas befreien. Warum will ich eigentlich immer Miranda sagen? Oh, ich hab meinen ganzen Shit. Drift Omi geht wieder steil. Der Gegner auch. Furchtbar ist relativ. Ja, der ist dezent am Zittern, ja. Haben wir hier noch Loot? Give me the loot. Nee. Was ist das? Der Duke hat da noch Dienstleistung? Hast du alles Nötige? Waffen und so? Billiger Plunder? Na schön. Ach so, was wir mit Chris eingesammelt haben. Das sollte reichen. Ist hier rüber geschwappt. Zigarre. Kubanische Zigarre. Sie fühlt sich feucht an. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Okay. Oh, bei all der Aufregung habe ich ein ganzes Absatzgebiet verloren. Alter Schwede, ich kann schon wieder upgraden? Mit Vergnügen. Ich setz mal alles in die Pistole. Erstmal. Ich will wenigstens eine Waffe komplett. Moment bitte. Komplett voll haben. Ist einfach so eine Gewissenssache, Leute. Was haben wir hier vielleicht? Irgendwas Neues? Was ist das? Langer Lauf? Ach, für die hier. Oh, ein langer Lauf für die. Okay. Und dann noch so ein Kolben. Dann ist das ja ein richtiges... Ist das ja quasi ein Sturmgewehr. Da reicht aber der Cash nicht für aus. Ja. 1410. Aha. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit. Ja. Ich denke, das ist es erstmal. Bitte, gib acht. Danke. Aber schau mal, du hast wieder einen Herzschlag, ja. Ich glaube, ihm ist etwas kalt. Ey, wie soll ich denn gleich Bio machen? Pilze sehr biologisch. Protein-Biosynthese. Oliven? Boah, ich mag Oliven. Ich liebe Oliven. Mark ist ein Understatement. Aber kann ich denn... Könnte ich denn... Moment, könnte ich? Nee, das ist doch alles zugewuchert da, ne? Ja, ja, okay. Ruhe.
kein Loot. Frechheit. Die stecken aber gut ein hier. Einfach weiter. Immer weiter, Bro. Immer weiter. Was gibt's hier? Untersuchen. Magst du den Geschmack von Oliven nicht? Meine wunderschöne Tochter. Ach, da ist die ja schon. Komm zu mir. Eva. Bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Hey, Nefertis. Kräfte verlassen mich! Rose! Girl, dein Mascara. Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Riesenmonster incoming. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Here we go. So riesig ist die gar nicht. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Oh, oh. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Lass dich nicht davon kommen. Hält die noch so eine Rede nebenbei? Wehr dich nicht. Au. Hab keine Angst. Das ist dein Untergang. Was zum... Au, 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 au. Für ein Final Fantasy Boss. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Oh Gott, die Bücher schrocken. Genug der Spielchen. Oh Gott. Das war's für dich. Jetzt stirb. Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Widerlich, dieser Lebenswille.
Wir alle sterben schließlich irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Schaden anrichte gerade bei ihr, aber so eine wirkliche Schwachstelle habe ich noch nicht erkannt. Jetzt los. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir den Ding überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werd ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ich irgendwo noch Muni oder so? 100. Craften? Maybe? Ne? Nur für diesen Tag! Warum? Warum stirbst du nicht? Warum? Was ist los mit dir? Meine Güte. Bitte, Ethan, quäl dich. Was ist los mit dir, Frau? Alter Schwede. Ich habe auch keine Heilung mehr. Geschweige denn Muni. Nicht irgendwas verkaufen. Den Teddy wollten wir behalten. Ein paar mehr Dingsschüsse hier vielleicht. Obwohl die kriege ich da regelmäßig, ne? Komm, dann gönne ich mir noch 10 Schuss von der Schroti. Und
den Rest machen wir Pistolenmunition. Ja, moin. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich großartig falsch gemacht habe. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich. Also wirklich ausweichen ist ja gar nicht drin. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für dich. Vielleicht muss ich besser timen, das blocken oder so. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Das ist dein Untergang. Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Ich bring dir ewige Ruhe. Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Boah, Frau, chill. Halt still. Wird dich das... So. Oh. Widerlich. Dieser Lebenswille. Oh, großer Megamycet. Erhöre mein Gebet. Girl. Oh, das schon wieder. Ich glaube, hier muss ich die einfach abfetzen. Es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt. Den Teufel werfe ich. Wenn ich Rose mit dem Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. 100 Jahre ist schon stabil. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose nicht einen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Oh, 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 oh. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du wirklich keiner von uns? Ja, nimm. Nimm den Scheiß. Ja, das war dumm. Wie wär's hiermit? Die lässt nicht locker, ne? Der registriert den Schaden. Du hast das Problem bei dir selbst gesucht. Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Zeig Respekt! Okay. Das ist dein Ende, Ethan Winters! Jo, mit dem Messer. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich an den
Heil dich. Will er nicht. Heil dich! Meine Tochter! Meine Eva! Der Loki. Hey, Baby. Sogar noch in der Klamotte. Alles gut, Rose. Alles gut. Aber können wir denn sicher sein, dass das Rose ist? Oh. Ethan! Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Oh, die Hand, die zerbröselt. What the fuck? Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Die scheuen sich immer noch davor, sein Gesicht zu zeigen, ne? Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ethan, der Unbekannte. War schon traurig. Bring uns hier raus! Was mit der Detonation? Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist. Wo? Uff. Was war das? Ich
sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris, was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? What? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Die BSAA hat Biowaffen geschickt, um die Biowaffen aufzuhalten. Ja, erstmal GG, so sieht's aus, vielen Dank. Oh mein Gott. Also. Ich lass mal laufen. Nicht immer, Shio, nicht immer. Ich meine, okay, was mit Ethan passiert ist, ist jetzt klar. Miranda ist hoffentlich auch Geschichte. Ebenso dieses Mega... Wie heißt das? Mutazumet oder wie das heißt? Vergesst das Wort immer. Aber was das jetzt mit BSAA sein sollte, habe ich nicht verstanden. Mega Myzel, dankeschön. Ja, wir lassen auf jeden Fall laufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was kommt. Ich hoffe. Das ist kein schönes Ende, ja. Bin ich bei dir. Ich finde krass, dass die den Ethan wirklich in 7 und 8 gar nicht gezeigt haben, ne? Hey Meise. Also sein Gesicht meine ich. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, my tears. Because of you, I am. Das ist echt cool animiert. Ja, das Intro war ja auch schon so, ne? Genau. Mega Myzel
war ja ein Pilz und Pilze bestehen aus Myzel. Hey Doki. David Cockman. Perfektes Timing, hab gleich Training. Sehr nice. Explosion hat nur die Sporen des Pilzes verteilt. The Last of Us. Tanzen trainiert sie. Ist das dann ein bestimmter Tanz, Sunny? Hatten wir das Thema schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Dancest du so Hip-Hop? Ja, auch Discord? Yes, haben wir. Jo, danke Doki. Ihr wart schneller. Kannst gerne im Discord vorbeischauen, Maibaum. Meine Nerven, dieser Endkampf. Ja, die ganze... Also, Kampf gegen Heisenberg ging es ja schon los. Da waren die Nerven schon blank. Dieser Panzerkampf. Dann Chris. Das war ja ein einziges Gemetzel. Und dann nochmal Ethan. Urban Dance ist es eher, Hip-Hop ist ja, ist da eingeschlossen. Alles Mögliche gemischt. Ich bin aufs Wort gespannt. Gönn dir. So, Hip-Hop kann man tanzen? Ja, beziehungsweise es gibt einen Hip-Hop-Tanz. Das ist so ein Genre an sich. Ich glaube nicht, dass dann zwingend Hip-Hop-Musik notwendig ist. Aber da... Kann sein, dass ich jetzt hier irgendwas verbreite. Irgendein Pilz. Gehört Breakdance nicht auch zu Hip-Hop? Ja, irgendwie sowas, ne? Ich meine auch. Was ich mir gerne anschaue, sind diese Neonlichttänzer. Soll mir das Bild irgendwas sagen? Oder ist das die Story von dem Mädel? Ne, das ist ein Lykaner.
Shio, dachte ich vorhin auch. Dachte ich vorhin auch. Bis ich gecheckt habe, oh, da sind ja ungefähr 12 oder 13 von. Das kann gar nicht sein. Capcom. Here we go. Oh, der Mantel von Ethan noch. Oder die Jacke. Oh. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Die hatte was am Ohr, ne? Habt ihr gesehen? So eine Art Hörgerät? Oder vielleicht auch nur du ein Bluetooth-Lautsprecher? Nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Chucks am Start. Ich schätze mal, das ist Rose, ja? Mit der Jacke vom Papa. Ethan Winters, here we go. Hi, Dad. Alles Gute. Oh nein, wie traurig. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Ganz nach Ethan. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Nice, Melo. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Fucker. Habe freie Schussbahn. Moment, was? Ich komm klar. Was ist denn jetzt los? Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Okay. Ich meine, das ist offensichtlich ein Umbrella-Fahrzeug. What? Hier endet die Geschichte des Vaters. Okay, also das war's mit Ethan. Und es geht mit der Tochter weiter? Aber was war denn das jetzt am Ende für eine komische Szene mit dem Auto? RE9 dann mit Rose? Ich meine, alt genug wäre sie. Aber lief doch jemand dem Auto entgegen, oder? Ja, da war jemand. Ich konnte aber nicht erkennen, wer. Muss ich irgendwas drücken? Achso. 12 Stunden waren das nur? Mir kam es vor wie 20 oder so. Mir kam es echt viel länger vor. Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten hinzugefügt. Kann beim Start eines neuen Spiels ausgewählt werden. Inhalte im Bonusmenü freigeschaltet. Folgendes wurde dem Bonusmenü hinzugefügt. Boni, Shop, Konzept, Art, Modelle, Herausforderung. Schließen Sie die Menü Herausforderung gelisteten Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte zu erhalten. Abschlusspunkte können im Boni-Shop gegen eine Vielzahl von Boni eingetauscht werden, unter anderem einen neuen Spielmodus,
Waffen, Concept Art und Modelle. Village of Shadows. Die Entwicklung von Village of Shadows. Das Level-Design von Resident Evil. Entwicklung und Produktion. Glückwunsch! Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffe erwerben. WCX. Herausforderungen abgeschlossen. Sie haben folgende Herausforderung abgeschlossen. Ach so, wahrscheinlich ohne dazu raffen. Keine Likes für Likens. Vier Grafen, blutige Angelegenheit, gerissene Bande. Soweit so gut, reif für den Schrottplatz, guter Vater. Bastler, Tüftler, Neukunde, Kleinganove. Gestörtes Örtchen, Geologe, Stratege. Grillsaison. Werwolf Bändiger. Nackte Tatsachen. Killer, Kartograf, Zyniker. Ich wünschte, da würde stehen, was das beinhaltet. Als abgeschlossenes Spiel speichern. Beim Laden dieser Datei können Sie dann ein neues Spiel starten, bei dem ein Teil des Fortschritts aus dem abgeschlossenen Spiel übernommen wird. Ja. Okay. Es könnte auch die Mutter gewesen sein. Es könnte auch die Mia gewesen sein, die da zum Auto gelaufen ist. Vielleicht wollte die nicht zum Grab oder so. Aber die ist mit dem Bus dahin gefahren. Keine Ahnung, das hat irgendwie nicht wirklich Sinn ergeben. So, Boni. Filme, Concept Art, Modelle, Herausforderungen. Überleben Sie den Leichenangriff, entkommen Sie aus der Mine. Besiegen Sie die Mutierte. Ja, okay, das ist doch alles. Besiegen Sie Uriash in der Festung. Das ist doch alles Story-Stuff, oder nicht? Bester Vater des Universums. Schließen Sie den Story-Modus im Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten ab. Dann kriege ich nochmal 100 Mille. Okay. Stellen Sie ein Objekt her. Stellen Sie 60 Objekte her. Stellen Sie 150 Objekte her. 300, okay. Was ist das? Öffnen Sie 15 einfache Schlösser mit einem Dietrich. Ich habe nur 8 Dietriche benutzt. Komm mal. Lösen Sie ein Kugellabyrinth. Bewegen Sie den Ball aus Mias und Ethans Schlafzimmer ins Arbeitszimmer. Tor. Schießen Sie im Story-Modus 5 fliegende Krähen vom Himmel. Wow. Zerstören Sie einem einzigen Spieldurchlauf jedes zerstörbare Fenster. What the fuck? Schießen Sie in der Fabrik ein Soldatmodell von der Produktionslinie. Oh, das hätte ich machen können, ey. Hatte ich auch vor. Was ist denn Grillsaison? Setzen Sie im Story-Modus eine Moroaika in Brand. Okay, okay, okay. Ach, den Dude, den kann man schon... Oh. Den kann man schon ganz am Anfang killen, den Bärtigen. Piu, piu. Besiegen Sie im Story-Modus 200 Gegner mit Pistolen. Piu, piu, piu. Mit Flinten, mit Scharfschütze. Ach du Scheiße, hier gibt's ja ewig viele. 5, 4, 3, 2, 1. Verfügen Sie im Story-Modus über exakt 54.321 Lay. Guck mal bei Modelle, ob du Ethan sehen kannst. Das machen wir jetzt. Da war jemand an der Seite oder war das eine Stange? Im Auto? Wie du immer Mille sagst, obwohl es 1000 sind. Das Thema hatten wir schon mal. Ich sag Mille dazu, Leute. Wie aus dem Lateinischen. Das hat sich irgendwie bei mir so etabliert. Und das wird sich auch nicht ändern. Damit ist natürlich nicht Millionen gemeint. Hä? Muss ich die Modelle erst freischalten, oder wie? Boni-Shop.
Bonusspiel, die Söldner. Metzeln sie sich durch Gegnermassen und erzielen sie dabei so viele Punkte wie möglich. Okay, das ist dieser Mercenary-Mode.